Servus Leute, was geht? Heute mit 5 Tipps für Anfänger in Dokkan Battle. Dazu wollen wir am besten direkt anfangen und zwar mit Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 habe ich hier: Spart eure Stones für Dual Dokkan Festival. Das bedeutet, schaut, dass ihr für solche Banner wie jetzt eingeblendet alle Stones, die ihr bekommen könnt, durch Story, durch Events und sonstiges, für diese Banner spart. Vor allem, wenn ihr Free-to-Play seid. Ihr habt einen super Value durch die Banner. Die Units, die da drin sind, sind meistens Dokkan Festival gefeatured. Ein oder zwei Units sind angefeatured, die mit den neuen Charakteren dazugekommen, aber ansonsten sind es nur Dokkan Festival Charaktere und meistens auch gute. Meistens sind die geteilt in Super und Extreme und das ist euer Weg zu gehen am besten. Spart eure Steine dafür. Das nächste, was kommt, ist am 8. Juli, also fangt an zu sparen bis dorthin. Tipp Nummer 2. Es gibt viele SR-Karten im Banner, die ihr vielleicht zieht und denkt, was ist das für ein Shit? Aber davon gibt es auch zwei Karten, die die meisten Leute am Anfang verkaufen. Und zwar haben wir zum einen Jaco, Tech Jaco, hier eingeblendet und In Chaozu dort eingeblendet. Die Units werden euch helfen im Super Battle Road und im Battlefield, was die schwierigsten Events sind in Dokkan. Denn diese Units stunnen zu 100% alle Gegner, wenn sie das erste Mal in die Runde reinkommen. Das heißt für euch, ihr habt eine kostenlose Runde, was euch in Super Battle Road und Battlefield super hilft. Das heißt, spart euch diese zwei SR-Charaktere auf jeden Fall auf. Tipp Nummer 3. Weiterhin zu den SR-Charakteren, die ihr aus dem Banner ziehen könnt. Es gibt viele Units, die sich überlappen und viele Units, mit denen ihr auch die SA leveln könnt. Achtet darauf, SA kann man leveln, auch mit anderen Karten als die eigene sich selber, also SA Super Attack. Die müsst ihr leveln, die macht viel aus, eine Super Attack an sich. Das kommt wahrscheinlich im nächsten Tipp-Video. In dem folgenden geht ihr so vor, ihr habt einen SR-Charakter von Goku. Dann gebt ihr einfach mal hier oben Goku ein. Dann kommt Goku Disambiguation. Ich verlinke euch die Webseite. Die Webseite ist Dokkan Battle Fandom. Das Wikia von Dokkan Battle. Geht ihr rein, seht dann, aha, ich habe hier also meinen physischen Super Saiyajin Goku gezogen. Was hat denn von dem noch alles den gleichen Namen? Dann sehen wir, die ganzen Charaktere haben den gleichen Namen. Also kann ich die Karte benutzen, um die Super Attack von den allen hier zu leveln. Man kann euch helfen bei manchen Dokkan Festival Charakteren. Also spart solche Charaktere auf, schaut danach. Tipp Nummer 4. SR Charaktere verkauft sie im Barbershop. Sellt sie nicht oder benutzt keine SR Charaktere zum Training. Beziehungsweise verkauft die Karten, die ihr aus dem Summon bekommt, SR sind und die ihr nicht brauchen könnt, heißt nicht Super Attack zum Leveln und kein Chaco oder Chaozu, verkauft sie einfach im Barbershop. Ihr bekommt dadurch zahlreiche Items, schaut jeden Tag in den Barbershop rein, holt euch ein paar Items daraus. Es gibt gute Free-to-Play-Units für den Anfang und auch viele Awakening Medals insgesamt. Tipp Nummer 5, das ist der Tipp, den ich mitunter am meisten falsch gemacht habe und wer mir auch am meisten geholfen hätte, hätte mir das mal jemand früher gesagt. Er ist ganz wichtig. Wenn ihr eine Unit bekommt, macht immer, 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 immer rechts unten den Pfad auf im Hidden Potential. Wie seht ihr hier? So macht ihr den Pfad rechts unten auf. Denn ich habe mir immer gedacht, meine Super Attack ist nur Level 1 und die Karte bespiele ich eh nie. Und das und jenes und dies und das. Schlussendlich, das war in Chanemba. Ich habe links oben mein Pfad offen. In Chanemba hat sein Easy A bekommen und ist verdammt stark geworden. Und rechts unten hätte ich lieber den Pfad offen. Wenn rechts unten gibt den meisten Boost in Attack Stat und den meisten Boost in besonderen Fähigkeiten. Also, auch wenn ihr denkt, ihr benutzt die Karte nicht, trotzdem rechts unten den Pfad offen als erstes. Denn irgendwann kommt ein Easy A und die Karte wird gut, ich sag's euch. So, somit zu den 5 Tipps für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das ist ein kurzes, schnelles Video. Und wir sehen uns bei dem nächsten Tippvideo. Ne? Ciao, ciao, haut da rein.